Hallo und willkommen zur Fingerstyle Workshop in der Akustikgitarre, Ausgabe 1, 2022. Ja, jetzt geht es ein bisschen um bluesige Arrangements. Und ich dachte, es wäre schön, ein Stück zu nehmen mit einer einfachen Melodie und dann das etwas verbluesen, sozusagen. Und da die Jahreszeit langsam Richtung Weihnachten geht, da dachte ich, man könnte eine Melodie nehmen wie Jingle Bells. Es ist ja ein recht bekanntes Stück und es ist vor allem eine sehr einfache Melodie, was viel Spielraum lässt. Deswegen kommt zuerst jetzt ein recht einfaches Arrangement mit vertrauten Bässen und Griffen, um erstmal unser Gerüst zu zeigen. So, das war, wie ihr gehört habt, ein recht einfaches Arrangement, aber eben viel Spielraum. Und wie kann man das verbluesen? Ich habe angefangen, damit zu experimentieren. Natürlich, dann spielt man statt G7 tendenziell oft, oder C7, D7. Und weil die Melodie so geradeaus ist, so einfach, bot es sich an, ein kleines Altmotiv in den ersten Takten zu machen. Das habe ich dann eingebaut, diese G-C-G-Bewegung. Und dann überhaupt wird der Daumen viel aktiver, der tänzelt quasi ein bisschen rum bei dem ganzen Stück. Das bewegte sich alles ein bisschen in Richtung Blind Blake. Wenn man etwas verbluesen will, das heißt nicht, dass man nur G zu G7, C zu C7, D7 haben wir sowieso, das alles macht. Das hilft natürlich, aber andere Klangfarben sollen mit rein. Ich habe zum Beispiel in Takt 11 da ein F7 eingebaut. Gibt es ein bisschen jazziger, bluesiger Effekt. Gegen Ende, Richtung Ende, wird ein C7 zu einem C-Moll-7. Was auch eine schöne Farbe ist, die dann in Richtung G dann hindeutet. Und dann am Ende gibt es natürlich eine richtige schöne Blue Note, den B, was nicht so G-Dur-Skala oder G7-Skala gehört, aber eben dieses sehr bluesige besonders hervorbringt. Dann zum Schluss ein richtiger tiefer G7-Akkord und dann haben wir unser Blues. So, ich wünsche viel Spaß mit diesen Versionen von Jingle Bells. Wenn ihr das spielt oder übt, dann habt ihr bestimmt viel Spaß daran. Dieses Bluesige ist einfach was Schönes und ihr könnt das Experiment machen und das bei der Verwandtschaft probieren, was die dazu sagen, ob sie das ganz großartig finden oder eher gequält lächeln
und dann irgendwie das Thema wechseln. Dann werden wir sehen. Aber auf jeden Fall vor Weihnachten.